Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir sind immer noch hier in dem Labor. Wir haben, glaube ich, gerade ein bisschen Gas eingeatmet. Das macht uns bestimmt lustig. Da wird bestimmt nichts passieren. Ich brauche jetzt auf jeden Fall das Explosivgel. Das müssen wir hier mal auftragen. Ich drücke immer Zünden. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. So. Die Wand hält natürlich ein Batman und selbstverständlich uns nicht auf. So, jetzt sind wir hier in den Katakomben mal wieder von Arkham Asylum. Und wir müssen einen Weg finden, ja, den wir finden müssen, weil sonst geht es hier nicht weiter. Alles klar, dann wollen wir doch hier mal weitergehen, weitergehen, weitergehen. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwas gibt vielleicht. Bitte, hilf mir, Batman! Gordon. Ah, natürlich nicht so geil. Was war denn hier? War irgendwas gerade, was schon konnte ich hier öffnen? Achso. Komme ich wahrscheinlich da nach oben. Ich möchte es mal hoffen, uns der hat ja ein bisschen scheiße. So, alles klar. Hier kommen wir durch und da liegt er doch schon. Lass mal kurz hier lang schauen. Da ist nichts. Da lang schauen. Da ist auch nichts. Na dann. Aber seine Augen sind voll rot, sind aus wie ein Dämon. Es tut mir leid, Trin. Oh, was war das für ein Schatten? Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist okay. Du da? Bitte legen Sie auf. Alter, was mit den ganzen... Boah, die ganzen vier hier auf dem Boden, leck mich am Arsch, ey. Barbara scheint irgendwie... It's not available. Alles klar. Na dann. Du solltest nicht hier sein. Ist das so? Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht. Wo sollte ich denn sonst sein, wenn ich hier. Du solltest nicht hier sein. Kranker Scheiß. Du solltest nicht hier sein. What the fuck ist hier los? Ich denke, wir wurden gut mitgenommen. Wir öffnen mal die Leichensäcke. Vater. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Alles klar. Hier wird doch mit unseren... Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Hier wird doch mit unseren Gedanken gespielt. Und den Namen habt ihr nicht gehört, denn niemand weiß, wer Batman ist. Da haben wir Scarecrow, der uns vergiftet hat. Aber wir müssen es überleben. Es sieht schon krass aus, wenn man sich das mal vorstellt. Hier ist so ein Raum auf einmal nix. Okay. Da kann ich rüberspringen, da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Oh, Tatsache, so weit kann Batman springen. Oh, da haben wir ihn. Arme kleine Fledermaus, jetzt bist du in meiner Welt. Selbst in deiner Welt bestimme ich. Das wirst du auch schon mal merken, mein Freund. Ich warte mal ganz kurz, bis er einmal vorbeigeguckt hat. Ich laufe jetzt schnell mal weiter. Nee, ich warte mal. Das ist mir sonst immer ein bisschen, ne?
ein bisschen zu riskant. Nicht, dass er mich dann auf einmal sieht oder so, deswegen bleibe ich mal immer lieber ein bisschen stehen. So, weiter geht's hier rüber. Geh hoch, Batman. So. Ja, Moment. La, la, la. Fuck, ich weiß wieder nicht, wo ich hier weiter muss. Scheiße, ich vergesse das immer. Achso, Moment. Ich kann das hier nutzen. Na, wenn das so ist. Shit, 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 shit. Willkommen in meiner Welt. So, das hat er natürlich, hat er das gehört. Jetzt muss ich mich nur hier schnell verstecken und hoffen, dass er mich nicht sieht. Alles klar. Ja, dreh dich mal wieder im Kreis. Alles ist gut. Mal, jetzt hör mal auf. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hänge hier gerade fest. Mann, habe ich aber gerade hier. Da ging mir aber die Pumpe, du. Aber wenn du da immer hin und her guckst, Junge, dann bin ich weg. Guck mal da weiter. Hab keine Zeit für diese Spielchen. Was machst du, kleine Fledermaus? Ich besiege dich in deiner eigenen Welt, du komische Vogelscheuche. Ah, das sollte es gewesen sein. Hoffe ich. Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da, sagt er einfach so. Alles klar, das Ding haben wir schon mal gut geregelt. Mann, ich springe nicht mal gegen die Tür. Du sollst da raus. So. Ah, hier werden wir auch wieder geleitet. Das finde ich aber sehr nett von dir, Joker. Dass du mir zeigst, wo es lang geht. Ah, und das war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Also, ist er noch am Leben. Hast du Probleme? Herauszufinden, was real und was mein Hirngespinst, das kleine verworrene Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Pets. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Ah, du hast mich getroffen, du Arsch. Ach, shit, ich kann, wenn ich ihn ausschalten will, kann ich natürlich nicht kontern. Das finde ich aber doof. So, jetzt bist du dran. Mann, Alter, du Arsch. Ich bin noch gerade beschäftigt. Merkst du das nicht? Ah, jetzt komm du her. Und jetzt ist aber Schluss hier. Ach, du bist auch noch da. Jetzt ist aber Schluss hier, habe ich gesagt. Weg. Ja, die Fresse ist sowieso hässlich. Oh, das finde ich aber nett von dir. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Wo komme ich denn hier hin, wenn ich hier lang gehe? Ich soll ja woanders lang, aber ich möchte jetzt gucken, wo es hier lang geht. Komme ich hier zurück? Ja, ich glaube schon. Okay, alles klar. Da gehe ich jetzt nicht lang. Ich weiß gar nicht, ob ich von da gekommen bin. Das könnte durchaus sein, aber ich habe keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall immer den Feind hinterher. Da sind noch so ein paar Zähnchen hier. Jetzt sind sie weg. Der große Detektiv hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt. Bist du bereit aufzugeben? Was laberst, Junge? Ein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Alles klar. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Mahaha. Ah, das wird schon kein Problem werden, ein hübscher Ostert. Guck dir den Teddybär an, der sieht doch ganz nett aus. Den möchte ich auch haben. So. Ich geh mal kurz hier hin.
Achso, die spricht gar nicht mit mir. Ich dachte, sie spricht auch mit mir. Na, dann nicht. Sie wird mich schon nicht kommen sehen. Ich denke mal, ich werde das schon ganz gut schaffen. So, okay. 5 Gegner. Alle bewaffnet. Das ist super. Da macht das doch gleich viel mehr Spaß, das Ganze. So, mal gucken. Mal gucken. Da stehen direkt 2. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Na, du kriegst das, glaube ich, nicht mehr mit. Keiner kommt an mir vorbei. Okay. Der Mann wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Als ob ihr Batman uns und überhaupt irgendjemand etwas anhaben könntet. Jetzt mal ohne Scheiße, lasst euch. Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. So. Ja, der ist schon mal weg, ne? Wir gehen mal hier durch. Ich weiß gar nicht, ob ich dann an den anderen rankomme. Ich glaube nicht. Wenn Mr. J. Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. Na klar. Das wird's bestimmt. Ach, guck mal, hier gibt's sowas. Da kann ich einfach so. Das war eine der leichteren. Fuck. Ich weiß jetzt nicht, kommt der hier direkt auf den? Nee, ach so, er geht die Treppe runter. Glaubst du, irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? Alles klar, dann machen wir den mal K.O. hier. So. Problem ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, kommt der hoch oder nicht, weil wenn er hochkommt, sieht er den ja. Das wäre blöd. Erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Okay, wo geht denn der jetzt lang? Geht der jetzt weiter geradeaus oder kommt er nochmal zurück? Ne, scheint so, als ob er da einfach weitergeht. Dann gehe ich nämlich mal hier runter. Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert, Jungs. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. So, der sieht mich durch die Gitter natürlich nicht. Das ist ja selbstverständlich, selbstverfreilich ist das. So, du Bobby, geh mal weiter. So, hier gibt es ja sonst keinen, wenn nur noch ihn. Mach mal eine Fliege, mein Freund. Ja, das wird's. Halt dein Maul. So. So viel zu deinen Helfershelfern. Ich muss, okay, hier komme ich hier rein. Hier komme ich noch nicht rein, da komme ich wahrscheinlich gleich erst rein. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Kein Problem. Junge, deine Leute sind schon längst K.O. Okay, wir haben nur noch Harley Quinn, aber sowas hält natürlich ein Batman nicht auf, dass da so eine komische Barriere ist. Ich glaube, deine Leute werden. Ach, hier ist eine Glasscheibe. Na dann. Als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Ist das so? Na, dann schaue ich mal nach. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bay. Oh. Scheiße. Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los. Wer hat dir das angetan? Dr. Young. Die Brucha, sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr, schneiden wir ihn ab? Das ist überhaupt nicht gut. Denn Bane ist einer der, wenn nicht sogar der gefährlichste Gegner für Batman. Du
Er ist nämlich der Er ist der Einzige, der ihnen jemals körperlich wirklich schaden konnte. Alles klar. Jetzt geht's hier gegen Bane, oder was? Ah ja, renn mal, mein Freund. Alles gut. Ach scheiße, ich muss es ja machen. Wie mit den anderen im Grunde, ist eigentlich relativ simpel. So. Aus der Bahn. Und jetzt auf die Fresse geben. Aua. Junge, das tut weh. Denn... Oh, oh. Ja, ist aber auch nicht nett, Junge. Denn Bane hat ja Batman mal das Rückgrat gebrochen. Ich weiß nicht wann. Also so zugesetzt hat noch nie einer Batman. Das ist halt so eine Sache, ne? Alles klar. Den ersten Schlauch erstmal rausziehen. Ja. Ja, ja, kannst du knicken, Junge. Ich glaube, jetzt kommen noch ein paar andere, ne? Jetzt wird der Kampf spaßig. Ich habe zuerst geschlagen. Ah, fuck. Jetzt muss ich natürlich immer ein bisschen darauf achten, dass ich auch... Oh, die da hinten kommen nämlich auch bald. Weg. Macht er jetzt? Ach, jetzt schmeißt er wieder mit irgendeinem Scheiß rum, ne? So, einfach mal schnell aus. Ich bin noch ausgewichen. Oh. Ui. Erstmal weg da. Und schnell zu Bane. Und wieder raufkloppen. Fuck. Der haut echt immer gut aus. Der teilt immer echt gut aus, der Bursche. Scheiße, ich bin gleich tot. Das ist natürlich nicht so, ne, wie es laufen soll. Nee, geh weg. Alter, Junge. Batman, du machst mir aber hier, ne? Shit. Oh. Nicht noch mehr Hilfe, das reicht. Das ist schon unfair genug hier. Komm, noch leben, ey. So, komm jetzt her, du. Arschbratze, ja. Du vernichtest deine Mutter vielleicht, aber nicht mich. So. Komm schon. Und den nächsten. Bane ist ja eigentlich ein cooler Gegner. Ich fand aber... ich fand den im neuen Batman-Film The Dark Knight Rises. War das überhaupt der neue? Weiß ich gar nicht. Da fand ich die Besetzung von Bane einfach mal sehr schlecht. Er hat zwar wohl trainiert dafür, aber das ist nicht Bane, wie er sein sollte. Ich möchte gerne ausweichen. Dankeschön. So, er müsste jetzt eigentlich angerannt kommen. Nee, noch nicht. Naja. Boah, leck mich am Arsch. Das war aber jetzt miese knapp. Ausweichen. Ein Schlag ausweichen, das reicht mir. So. So, ja, komm. Knüll mal mich zu Papier zusammen. Wir werden ja sehen, wer hier geknüllt wird. Ich muss schnell zu Bane hin. So. Dann haben wir doch auch den letzten Schlauch raus und damit ist Bane Geschichte. Ich gehe mal hier einfach weg. So. Da mussten wir aber schon um unser Leben fast bangen. Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Oh shit, da ist ja Bane schon wieder. Der gibt auch nicht auf, der kleine Pisser. Nee, danke. Und danach die Bucha. Da kann ich drauf verzichten. Diesmal zerbreche ich dich. Ah, das war auch eine Anspielung darauf, dass Bane ihm mal das Rückgrat gebrochen hat. Ah, das Batmobil ist Schrott. Aber ich glaube, das ist Jim, Batman. Geh zurück aufs Festland. Schnuppe. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen.
Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Wen hat Dr. Yang Brucha genannt? Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Die kleine Hexe. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Alles klar. Wir müssen die Bathöhle finden. Wir werden mal hier noch schnell das Upgrade machen. Was ist das hier? Nach dem Errechnen einer 5-fach statt einer 8-fach-Kombo können spezielle Kombo-Moves eingesetzt werden. Ist gut, aber ich glaube, ich würde jetzt das hier bevorzugen. Damit ich 2 Batarangs schmeißen kann. Alles klar, wir haben in dieser Folge Scarecrow und auch Bane besiegt, aber Scarecrow kommt da glaube ich nochmal zurück, den hat man noch ein paar Mal in dem Spiel. Aber ich beende jetzt diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, hoffe natürlich, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum wieder. Bis dahin, haut rein, Leute!